Ziehen wir uns noch den Best-of-Bundestag rein, meine Freunde. Herr Kanzler, jetzt unterbreche ich Sie, weil Sie alle, liebe Kollegen und Kollegen, wissen, dass das eine politische Aktion ist. Ja, wir können mehrere Sachen mit Wieso gucken. Es gibt davon mehrere Teile. Haltet doch den Mund, Mann. Aktion ist, die wir hier in diesem Hause nicht dulden. Und insofern bitte ich Sie jetzt sofort, das runterzunehmen. Sonst muss ich Sie... Ihr Clowns! Guckt euch mal an! Ich habe ein Schild gebastelt und da steht drauf, wie sauer ich bin. Oh, ihr Clowns, Digga. Ihr Clowns. Gauland. Digga, wie sie hier alle. Er hat nicht mal das Schild hochgehoben. Er hat nicht mal das Schild hochgehoben. Die des Saales verweisen. Und ich behalte mir auch vor, einen... Er hat schon weggetan, er wollte nicht vom Saal verwiesen werden. ...entsprechendes Ordnungsgeld für die ganze Fraktion im Zweifel zu verhängen. Ich bin jetzt ziemlich zügig, übrigens auch da oben, weil sonst... Und zwar alle, sonst werden sie wirklich des Saales verwiesen. Digga, was für ein Kindergarten. Wahnsinn, Digga, Wahnsinn. Ja, das meine ich ernst. Alles gut, alles... Einfach so eine Message, einfach mal Freiheit statt Spaltung da draufschreiten, Digga. Gut, und ich erwarte auch, dass die jetzt nicht zwischendurch immer wieder hochgehalten werden, das sage ich auch ganz deutlich. Wer hochhält, kriegt einen Snipe. Dann ist, werden sie, wie gesagt, einzeln hier dann von Sitzungsbetrieb heute ausgeschlossen. So sind die Regeln. Schilder sind nämlich verboten. Und jetzt... Fresse, Herr Bundeskanzler, bitte ich Sie einfach nochmal anzusetzen und so, dass wir auch in die Befragung des Bundeskanzlers gehen können. Ja, vielen Dank. Herr Bundeskanzler, sehen Sie es mir wirklich nach, aber das ist Augenwischerei. In dem Moment, wo man die Verdienstgrenze beim... Bitte den Namen drunter schreiben. Ich weiß bei den neuen Leuten nicht, wer ist. ...Minijob dynamisiert, weiten Sie natürlich die Minijob-Regelung aus... Und aber wer sind Sie? ...und kreieren dadurch eine Ausweitung dieser prekären Beschäftigungsform. Und Sie haben letztendlich gesagt, dass das, oder im Koalitionsvertrag steht drin, dass man verhindern will, dass reguläre Beschäftigung durch Minijobs ersetzt werden soll. Aber genau das ist doch schon passiert. Wer? Ungefähr eine 500.000 sozialversicherungspflichtige Jobs sind in Minijobs umgewandelt worden. Und ich frage Sie nochmal, wie wollen Sie das verhindern, wenn Sie jetzt die Minijob-Regelung ausweiten? Wer? Zunächst mal widerspreche ich Ihnen, was die Beobachtung der letzten Jahre betrifft. Wieso hat er einen Untertitel? Wir wissen alle, wer er ist. Als der allgemeine gesetzliche Mindestlohn eingeführt wurde, sind sehr viele, die bis dahin im Rahmen des Minijobs tätig waren, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung übergewachsen. Und deshalb stimmt nicht, was Sie so sagen. Man muss manchmal einfach eine Statistik angucken und kein Fluchblatt. Das ist dann, glaube ich, die bessere Form, sich zu informieren. Aber unabhängig von dieser Frage ist es so, dass ich glaube, dass das Wichtigste, was wir tun müssen, ist dafür zu sorgen, dass viele gut bezahlte Jobs entstehen. Herr Kanzler, wann kommt GTA 6? Und das ist gerade in der jetzigen Situation besonders erfolgversprechend, denn wir merken ja auch am Ende der Corona-Pandemie, wo wir uns irgendwie allmählich hoffentlich hinbewegen, trotz der dramatischen Situation, die wir jetzt noch haben, dass viele ihre Jobs verlassen haben, weil sie bessere gefunden haben. Und deshalb ist es eine große Chance, dass wir in Branchen, in denen bisher wenig bezahlt wurde, jetzt bessere Jobs bekommen, auch tarifvertraglich abgesicherte und auch welche mit mehr Arbeitszeit. Und genau das ist unser Programm. Auf dieses Thema wenigstens mit einigen Bemerkungen eingehen. Und deshalb ist es für mich wichtig, von Ihnen zu erfahren, wie wollen Sie den Vereinen, den Sportverbänden ganz konkret helfen in dieser schwierigen Situation? Das wird auch erwartet, dass Sie dazu Stellung beziehen. Wenn Sie mögen, können Sie das jetzt tun. Das mache ich sehr gerne. Damit gewinne ich die notwendige Zeit, um natürlich zu dem wichtigen Bereich Sport auch etwas zu sagen.
Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich diesem wichtigen Thema sehr viel Raum gerne eingeräumt. Und ich würde Ihnen gerne zurufen, dass ich das natürlich im Blick habe. Insbesondere die Sportligen, die darauf angewiesen sind, dass sie Zuschauerinnen und Zuschauer haben. Das ist im Basketball, im Handball, im Volleyball der Fall. Die brauchen jetzt unsere Unterstützung und die werden sie auch von der Bundesregierung erhalten, meine Damen und Herren. Und was ist mit Boccia? Wir stehen hinter dem Sport als Ganzes. Aber es ist nicht nur der Profisport, es sind auch die vielen Ehrenamtlichen, die im Sport unterwegs sind, die dieser Tage unsere Unterstützung benötigen. Was ist mit Fortnite? Deswegen werden wir auch dort sehr stark unterstützen. Wann kriege ich meine gratis V-Bucks? Wenn Sie mir schon die Gelegenheit geben, zum Sport etwas zu sagen, dann werde ich auch von dieser Stelle noch einmal wiederholen, dass ich persönlich nicht an den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen werde. Ja, gut, also Sie sind ja auch keine Sportlerin, ne? Sie sind ja Bundesinnenministerin, also Innenministerin, und keine olympische Sportlerin, also Sie können da ja gar nicht teilnehmen, oder? Und einen letzten Punkt, den ich noch ansprechen will, ist die Steuerung und Begrenzung von Migration. Eine der großen Aufgaben in der Innenpolitik. Die Union hat die Asylmigration deutlich begrenzt und gleichzeitig ein modernes Fachkräfteeinwanderungsgesetz umgesetzt. Und ich will nur sagen, das gilt im Übrigen für Talente mit und ohne Arbeitsvertrag. Nur warum ist sie jetzt so sauer? Weil wir vorhin von Herrn Scholz gehört haben, das wäre nicht so. Also ich empfehle Ihnen erstmal, die tatsächlichen Barrieren abzuschaffen, bevor Sie das Gesetz ändern und dafür zu sorgen, dass wir mehr Fachkräfte aus Europa holen. Da ist teilweise immer noch eine Jugendarbeitslosigkeit von 30% da, bevor wir wieder anfangen, die ganze Welt einzuladen. Sie erinnert mich an so eine richtig frustrierte Mathelehrerin irgendwie. Deutschland ist nach wie vor Hauptzielland für irreguläre Migration. Bei uns steigen die Zahlen wieder, an den EU-Außengrenzen gehen sie wieder zurück. Die sind immer noch sauer, weil die verloren haben. Ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass Sie sagen, es darf keinen deutschen Alleingang geben. Wenn ich dann aber Frau Baerbock höre, die uns sagt, wir hätten Italien alleine gelassen und müssten jetzt wieder vorangehen in Deutschland, da muss ich schon sagen, ich frage mich ehrlich, wo Ihr Kompass ist. So. Und zu behaupten, Horst Seehofer oder die Bundesregierung, die vormalige, habe Italien allein gelassen, tut mir leid, es hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Schluss mit mehr religiösem Mobbing und Kopftuchterror gegen Mädchen an den Schulen bei weniger Leistung. Was? Ach Digga, jetzt kommt wieder irgendein Müll. Jetzt ist wieder ganz, ganz, ganz schwierig, Mann. Schluss mit mehr deutschem Geld für ausländische Ansprüche bei weniger Stimmrechte in der EU. Falsch. Schluss mit weniger Demokratie in Deutschland bei Umwandlung von einer freien Nation zu einem willfährigen Hebel totaler Globalisierung bei Was? Totaler Ausbeutung für Was? Fremde Was? Was? Interessen. Was? Meine Damen und Herren, ein SPD-Politiker warnte, ich darf zitieren, wir haben uns mit dem Zustand von Menschen aus völlig anderen kulturellen Welten übernommen. 7 Millionen Ausländer in Deutschland sind eine fehlerhafte Entwicklung. Doch, Dicker, nee. Und, Zitat, wir müssen eine Zuwanderung aus fremden Kulturen unterbinden. Zuwanderung von Menschen aus Anatolien und Schwarzafrika schafft nur ein zusätzliches Dekoproblem. Ach, Digga, Junge. Vernünftige Einstellungen. Diese SPD heute steht für das Gegenteil. Und Helmut Schmidt. Helmut Schmidt. Bro, das waren Werte aus 1980, Digga. Also, das nennt man modernen Fortschritt der Politik. Und ich glaube, dass deine Partei da nicht ganz angekommen ist. Helmut Schmidt. Er wäre heute in der AfD, meine Damen und Herren. Jo, also das, Digga, das glaube ich ja wohl mal nicht. Was für eine Frechheit, er würde sich im Grabe umrennen, wenn er es könnte. Er würde sich Grund und Boden schämen. Ja, das glaube ich aber auch, Alter, wirklich. Digga, nur am Provozieren. Krass, Digga, krass, Junge. Wenn ich mir die Debattenbeiträge aus der Union in der Er sieht sehr reich aus. Heutigen Debatte aber so anschaue, muss ich sagen, es ist auch ganz gut, dass die Union nach 16 Jahren nicht mehr die Verantwortung für die Innenpolitik auf Bundesebene trägt. So und nicht anders. Und das sieht man an keinem Thema so sehr wie an der Migrationspolitik. Was da an Vorschlägen kommt, ist doch in Wahrheit eine Einwanderungspolitik aus dem letzten Jahrtausend. Eine Migrationspolitik im Sinne und im Interesse unseres Landes. Ja. Weniger irreguläre Migration und mehr reguläre Migration war und ist offenbar mit der Union nicht möglich. Ja. In puncto irreguläre Migration Sehr liegt gut. das daran, dass Sie die EU-Ratspräsidentschaft nicht genutzt haben, um beim gemeinsamen europäischen Asylsystem voranzukommen. Und es liegt daran, dass Sie die Länder eben nicht
unterstützen bei Rückführung von Straftätern und Gefährdern. Stark. Sie müssen sich ja nur anschauen, ich weiß gar nicht, warum Sie mit dem Kopf schütteln, welches Land bei der Rückführung von Straftätern und Gefährdern in Deutschland am erfolgreichsten ist. Das ist Nordrhein-Westfalen. Da sollten Sie den Regierungseintritt der FDP auf Bundesebene eigentlich beklatschen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, wenn Ihnen die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern am Herzen liegt. Man muss ja noch mal sagen, wo ist der Rest von der AfD? Denn da machen wir das. Der letzte Innenminister, er hat Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Nee, es ist ja tatsächlich wahr. Das ist keine Unverschämtheit, es ist Ergebnis seiner Politik gewesen. Und? Stimmt nicht, nein. Und er hat seine Zustimmung zur Aufnahme von Geflüchteten durch die Bundesländer verweigert, obwohl diese dazu bereit waren. Sie wollen das Leid an den Außengrenzen stoppen, das steht im Koalitionsvertrag. Wenn Sie es ernst meinen, dann handeln Sie jetzt und zwar sofort. Lassen Sie mich zum Schluss kommen und vielleicht mit einem Zitat schließen, was vielleicht dem einen oder anderen Vorredner vielleicht mal das ein oder andere Nachdenken bereitet. Helmut Schmidt hat einen wichtigen Satz gesagt. Wer die Vergangenheit nicht studiert, der wird ihre Irrtümer nicht wiederholen. Das gilt hier im Plenum, aber besonders auf der Tribüne. Stark. Vielen Dank. Nett haben wir, Bruder. Und ja, Sie schreiben im Koalitionsvertrag, Ihr Ziel sei ein Paradigmenwechsel hin zu einem modernen Einwanderungsland. Und mich stört dabei keineswegs der Begriff Einwanderungsland. Ja, das sind wir faktisch und bei den Fachkräften wollen wir das auch. Aber was hört, ein Wandel. Nicht passt, ist das Attribut. Nein, ist kein Wandel. Was nicht passt, ist das Attribut modern, Herr Kollege Kuhle, weil Sie haben den Anschluss verpasst. Alle anderen europäischen Länder rennen nämlich in eine andere Richtung, als Sie von der Ampel das vorhaben. Der dänische Innenminister, ein Sozialdemokrat, sagt, offene Grenzen und sozialer Wohlfahrtsstaat passen nicht zusammen. Eigentlich wollte ich an der Stelle jetzt noch weitere Ausführungen zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes machen. Aber ich bearbeite seit Jahren Asyl und Migration. Und da zunächst, Herr Curio, um in Ihren Worten mal zu bleiben. Der ist sehr stark aus Nordrhein-Westfalen, oder? Sie sind ein kommunikativer Messerstecher und Terrorist. Jo, alter Dicker, wow! Ich weiß nicht, ob Sie merken, dass das, was Sie hier ins Land streuen, ein vergiftetes Klima produziert. Sie sind Brandstifter für das, was andere nachher mit Messern und Pistolen ausführen. Das ist das Schlimme an Ihrem Beitrag. Zum einen, Kollege Seif, haben Sie... Ich würde sagen, Seif klingt nach Köln oder Bonn, ne? ...jetzt begonnen, auf Kosten Ihres Junge, zu sprechen. Und zweitens bitte ich Sie, sich zu mäßigen, ja, Digga, also wenn es um die Bezeichnung oder Charakterisierung von anderen Abgeordneten Digga, Junge, geht. Junge, Junge. Das heißt, sich einer parlamentarischen Ausdrucksweise zu befleißigen. Die gestern erlassenen faschistoiden Maßnahmen der Präsidentin. Dort, Digga, Junge. Oh, jetzt wird's anstrengend. Mit der Abgeordnetenrecht in einer seit langem nicht mehr gekannten. Faschistoiden Maßnahmen. Weise beschränkt werden, sind eine. Herr Schande. Abgeordnete, ich aber möchte ich Sie bitten, bei unserer parlamentarischen Sprache zu bleiben. Und ich glaube, dass Sie nicht so geschichtsvergessen sind, etwas, was wir heute an Maßnahmen machen, mit einer sehr dunklen Zeit dieses Landes zu vergleichen. Ja, das wollte ich gerade gesagt haben, Digga. Holy shit, Mann. Sprach von Faschistoid und habe nichts verglichen. Aber ich als Abgeordneter habe es trotzdem relativ einfach im Vergleich zu den normalen Menschen, die gesellschaftlich geächtet und vom sozialen Leben ausgeschlossen werden. Normale Menschen, er unterteilt erstmal, ja, Digga, ja, das lieben wir, elitäres Denken. Denn zu offensichtlich kommen ist Sie das bitte ein langsam Impfpflicht. Zum Schluss. Ich bitte um Nachsicht, ich habe ja keine Uhr. Denn zu offensichtlich ist aber das Ihre das Redezeit ist jetzt abgelaufen, das sage ich Ihnen gerade. Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss, einen letzten Satz. So offensichtlich ist es, dass eine Impfpflicht unverhältnismäßig und verfassungswidrig ist. Scheitert die Impfpflicht, scheitert Olaf Scholz. Aber kommt die Impfpflicht, scheitert der Justizminister, jedenfalls dann, wenn er sein Amt als Vertreter der Freiheit versteht. Okay, und das waren 9 Sätze. Nicht als Erfüllungsknecht. Vielen Dank. Lächerlicher Take. So, reicht jetzt auch. Geh mal wieder, setz dich hin. Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter Seitz, der einzige Beitrag zur Rechtspolitik, den ich in Ihrer Rede erkannt habe, war der, dass Sie eine Parallele aufgezeigt haben zwischen einem Gerichtssaal und dem Plenarsaal, nämlich dass jede noch so abseitige Meinung irgendwie vorgetragen werden darf, aber dass gleichzeitig diejenigen, die versuchen, mangelnde inhaltliche Substanz durch Lautstärke und Frechheit zu ersetzen, eben am Ende nicht recht bekommen, Herr Seitz. Boah, stark. Sehr, 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 sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Starke Ansage. So dann, das, worüber Sie sich hier mokieren, das nennt sich zeitgemäße Familienpolitik. Ich weiß nicht, wie oft ich hier in der vergangenen Wahlperiode gestanden habe und gerade im Familienrecht den ewigen Stillstand kritisiert habe. Mit dem Ende der Regierungszeit der Union gelingt es nun endlich, die Fesseln der Rückwärtsgewandtheit abzulegen. Liebe Kollegen von der Union, gehen Sie mal raus und machen Sie die Augen auf. Baby. Sie klammern sich an gestern, die Gesellschaft ist längst weiter. Ja, ja. Freunde übernehmen im Alter Verantwortung füreinander, kümmern sich und wollen füreinander einstehen. Unter anderem Ihnen hilft das neue Rechtsinstitut der Verantwortungsgemeinschaft und niemandem wird etwas genommen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Grüne kannst du quer in den Arsch schieben. FDP kannst du quer in den Arsch schieben. Kev, hast du noch ein paar mehr Meinungen zu Parteien, die ich mir in den Arsch schieben kann? Dann lass gerne im Chat hören, Mann. Kollege Krinz, da Sie noch einmal auf die Vorratsdatenspeicherung zu sprechen kommen, frage ich Sie einfach, da Sie ja nun als Union 16 Jahre lang die Regierung gestellt haben, warum haben Sie es denn nicht geschafft, in diesen 16 Jahren eine verfassungsgemäße und verfassungsfeste Version einer Vorratsdatenspeicherung ins Gesetzblatt zu schreiben? Und sind Sie nicht auch der Meinung? Alle außer die AfD. Kev, perfekt. Perfekt. Es hätte mich jetzt echt gewundert, wenn du was anderes gesagt hättest. Dass den Kindern und den Kinderrechten viel mehr geholfen ist, dass die Fortschrittskoalition jetzt einen verfassungsgemäßen Vorschlag mit Creek Freeze auf den Weg bringt, als ständig, wie von Ihnen 16 Jahre praktiziert, eine Lösung vorschlägt und ins Gesetzblatt schreibt, die kurz darauf von allen Gerichten, von einfachen Gerichten bis zum Verfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof hin als verfassungswidrig erachtet wird. Was ist denn da die bessere Lösung? Vielen Dank, Frau Präsidentin, und vielen Dank, Herr Kollege, für diese Frage, die mir nochmal gelingen hat. Gibt einiges etwas. Grüne sind für den Arsch. Ich wohne auf dem Dorf und gehe an Benzin pleite als Jugendlicher. Du hast wohl das nicht verstanden, mein Jutster. Ausführlicher klarzustellen. Und ich sage mal zunächst, es gibt hier noch anhängige Verfahren, europarechtlich, verfassungsrechtlich. Insofern würde ich mal sehr vorsichtig sein mit einer Voreiligkeit, dass wir generell hier keine verfassungskonforme Lösung auf dieser Basis finden. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, Quick Freeze. Muss man sich so vorstellen, dass Sie heute Abend nach Hause kommen, schauen, dass Sie Ihre Tiefkühltruhe besonders scharf und kühl runterkühlen. Wenn aber nichts drin ist, dann bringt Ihnen das gar nichts. Dann werden Sie auch nicht satt davon. Und das ist bei den Daten genauso. Wenn Sie keine Daten haben, weil Sie jetzt auf den Anlass warten und dann aber ermitteln müssen, bringt Ihnen Quick Freeze leider gar nichts. Das mag verfassungskonform sein, aber es ist vollkommen unwirksam. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Herr Justizminister hat vor 3 Tagen erst den Satz geschrieben: Wem es an Respekt vor dem Parlament fehlt, dem fehlt es offenbar auch an Respekt vor dem Volk. Ich habe heute das zweifelhafte Vergnügen, zum ersten, absehbar nicht zum letzten Mal als Abgeordneter, eine Rede an das Parlament, aber nicht im Parlament zu halten. Dass ich schon früher hier oben saß, war noch meine freie Entscheidung. Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die Sie durch Ihre Maßnahmen ausgrenzen, entrechten und erniedrigen. Mann, wieso ist der so rhetorisch gewandt? Das darf gar nicht sein. Man kann doch bei der AfD gar nicht so einen großen Wortschatz haben, oder? Nunmehr ist mir die Entscheidung abgenommen. Ich darf als Abgeordneter das Parlament nicht mehr betreten. Auf der anderen Seite labert er halt gerade ein bisschen zu viel rum, wa? Ich möchte feststellen, dass sich dieses Parlament so flexibel zeigt, dass Sie Ihre Rede sehr klar und deutlich hier halten konnten. Einfach Dr. Octopus aus Spider-Man 2, Digga. In der Sie nicht alle anderen Abgeordneten, die hier sind, gefährden, obwohl das vermeidbar wäre. Nein, ich führe keine Diskussion mit Ihnen darüber. Mikrofon ist aus. Mikrofon ist aus. Herr Dr. Wagenpohl. Digga, der Typ, der die Mikrofone außen anschaltet im Bundestag, das wäre ich gerne. Sie haben vorhin den Kanzler in die Pflicht genommen. Und ich finde, da haben Sie recht, der Bundeskanzler muss sich jetzt entscheiden, in wessen Tradition die deutsche Außenpolitik gehen soll. Der großen Versöhner und Diplomaten Scheel, Genscher und kommen der Sie Friedensnobelpreisträger. Ich kann keinen Ernst nehmen, dessen Peter so geschrieben wird. Stresemann und Brandt oder kommen des Straßenschlägers, Steinewerfers und Kriegstreibers Fischer. Das ist hier die Frage. Dankeschön. Ja.
Setzen Sie die Maske auf und gehen Sie. Setzen Sie bitte die Maske auf, Herr Abgeordneter. Wir müssen, also Sie haben wirklich hart überzogen. Wir müssen gleich mal sehen, wie wir damit umgehen. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Das ist ein bisschen ein komischer Ort, zwischen der AfD und Gregor Gysi zu reden. Das ist wie zwischen den Chefredakteuren von Russia Today und der Komsomolskaja Pravda. Es ist eine etwas originelle Situation. Deswegen wollen wir mal starten, damit zu sagen, dass gute Politik mit dem Betrachten der Realität beginnt. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Abgeordneter. Erstmal, diesen ersten Front kostet so viel Redezeit. Scheiß da einfach drauf und sag doch, was du sagen willst, Bro. Jawohl. Gerade im Systemwettbewerb mit autoritär regierten Staaten. AfD ist gegen Masken, auch AfD produziert Masken, wo AfD draufsteht. Ebo pro Faxe. Wollen wir Solidarität mit unseren demokratischen Partnern üben? Das heißt für uns zum Beispiel Staaten wie Australien. Kommen Sie oder bitte Litauen zum Schluss, Herr Abgeordneter. Ich bin dabei. Wenn merkt Sie das aber nicht so richtig. Das muss ein Schlusssatz werden. Jawohl. Also. Für uns heißt strategische Solidarität, unseren Partnern weltweit beizustehen, wenn sie von Ländern wie China unter Druck gesetzt werden oder ganz konkret und jetzt im Moment die Ukraine, wenn das von Russland ausgeht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Aus den Reihen der SPD-Fraktion soll der Abgeordnete Büstrom. Schätzen Sie das genauso? Falls ja, Ebo pro Faxe. Schon als Faschist bezeichnet worden sein. Wir werden dies prüfen und deshalb behalte ich mir dafür einen Ordnungsberuf vor. Weitere Wortmeldungen zu diesem Themenbereich liegen nicht vor. Ich habe noch eine Sache. Die Präsidentin Özus hatte sich ja einen Ordnungsruf vorbehalten. Mhm. Das Protokoll wurde jetzt geprüft und im Namen von Frau Özus möchte ich dem Abgeordneten Herrn Christian Petri einen Ordnungsruf aussprechen. Ich werde ein Programm auf den Weg bringen, um unter anderem die Wasserversorgung und unsere Gewässer besser auf die Folgen der Klimakrise vorzubereiten. Stark. Und wir werden ein Klimaanpassungsgesetz vorlegen und eine Anpassungsstrategie erarbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das 8 Minuten sind knapp, es passt nicht alles in diese Rede. 8 Minuten sind knapp, der war gut. Weil wir so viel weniger haben. Lassen Sie bitte nicht zugehört, offensichtlich, die Ministerin zu am Ende kommen. Ja, der war ein guter Witz. Ja. Sie und Ihre Fraktion leid und vielleicht auch für den Natur- und Klimaschutz. Humorlos, ich wollte nur einen Witz machen. Ja, ja. Jetzt ins Handy tippen. Mann, jetzt ist mein Witz nicht angekommen. Herr Kollege. Actually good one, actually good one, actually porges, Mann. Nee, Feierabend. So funny. Feierabend, so es reicht. Meine Freunde, das war's von diesem wunderschönen Video.